In diesem Video zeige ich euch, wie man nasse Haare gut kämmen kann. Und hierfür benötigt ihr natürlich eine ganz normale Bürste. Ich empfehle euch, eine Bürste zu nehmen mit Wildschweinborsten, denn diese gehen bei diesen kleinen Pinöppelchen hier bis zur Hälfte. Und dadurch reißt die Bürste nicht durch die Haare, sondern geht eher leicht über die Knoten. Damit reißt ihr euch halt nicht so viele Haare raus. Dann benötigt ihr noch einen Kamm, um einzelne Haarpartien abzutrennen. Und gerade bei langen Haaren empfehle ich euch eine Sprühkur. Meine ist jetzt von Schwarzkopf. Und dadurch kann man sich viel besser durchkämmen und sie schützt vor Haarbruch und gibt eine gewisse Geschmeidigkeit. Diese muss jetzt gut durchgeschüttelt werden. Und jetzt tragt ihr die Sprühkur einmal von dem Ansatz bis zu den Spitzen komplett über eure Haare auf, von außen sowie auch von innen. Schön großzügig. So. Und jetzt nehmt ihr euren Kamm und fangt am besten vorne an, trennt euch eine kleine Haarpartie ab, geht dafür einfach mit dem Kamm von eurem Scheitel runter. Die erste könnte zum Beispiel bis zum Ohr gehen. So. Und bei nassen Haaren ist das so, die verknoten halt auch nachdem man sie gekämmt hat sehr schnell wieder und sind an sich nach dem Waschen vor allem immer stark verknotet. Und deswegen solltet ihr nie von oben nach unten kämmen, denn dann kämmt ihr alle Knoten nach unten und habt hier einen riesen Knotenhaufen. Das ist viel schwerer, den wieder zu entwirren. Deswegen fangt einfach unten an und wenn die Haare jetzt hier in diesem Bereich knotenfrei sind, dann geht ihr einfach ein Stück höher. Und so macht ihr das dann, bis ihr ganz oben angekommen seid und eure Haarsträhne komplett schön durchgekämmt ist. So, und das macht ihr jetzt einfach Strähne für Strähne. Wieder eine weitere Strähne abtrennen. Je nachdem, wie dick und lang eure Haare sind, nehmt ihr lieber kleinere Haarsträhnen. Wieder unten anfangen und nach oben durchkämmen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen.